Tanja Graf, ÖVP, setzt fort. Deren Ziel es eigentlich ist, eine gerechte Aufteilung von Betreuungs- und Pflegeaufgaben zwischen Männern und Frauen aufzuteilen. Laut dieser Richtlinie sollen alle Mitgliedstaaten gewährleisten, dass mindestens 4 Monate Karenzzeit in Zukunft zur Verfügung stellen und das aufgeteilt, dass mindestens 2 Monate ein Elternteil hat und der andere 2 Monate. Wir in Österreich haben eine 24-monatige Karenzzeit, wo wir eben das Modell aufgegriffen haben und gesagt haben, wir haben 24 Monate. Wir liegen weit über den europäischen Durchschnitt mit unserer Karenzzeit und werden daher das Modell 22 und 2 für Österreich wählen. Warum werden wir das machen? Ganz konkret, es geht darum, dass wir nicht jemandem etwas wegnehmen. Wir bleiben bei den 24 Monaten, sondern wir teilen es nur anders auf. 22 Monate bekommt der erste Elternteil und 2 Monate der zweite. Was ganz wichtig ist, und diesen Eindruck vermittelt Ihnen leider die Opposition, dass hier der Frau etwas weggenommen wird. Tatsache ist, genau auf das haben wir geschaut, dass es hier keine finanziellen Einbußen gibt. Es ist so, dass wir hier sogenannt die 24 Monate Karenz, das Karenzgeld, das für 24 Monate zusteht, jetzt nun auf 22 Monate aufteilen und somit erhöht sich der Tagsatz der jeweiligen Elternteil, der die Karenzzeit in Anspruch nimmt. Also hier wird finanziell sicher keine Einbuße passieren. Wichtig ist auch hier, zu erwähnen, dadurch es eine Aufteilung für beide Elternteile sein sollte und es natürlich auch alleinerziehende Eltern gibt, dass die alleinerziehenden Eltern keine 22-2-2-Regel haben, sondern die bleiben bei den 24 Monaten aufrecht. Somit gewährleisten wir hier auch, dass wir einerseits eine Väterbeteiligung bekommen und andererseits haben wir auch mit dem finanziellen Aspekt, den wir hier eingebracht haben, einen Schutzfaktor eingebracht. Was zusätzlich ist, wir wollen natürlich die Väterbeteiligung in Österreich gewährleisten und auch ausbauen. Daher haben wir uns auch entschlossen, den Familienzeitbonus, das ist dieser Bonus, den gerade Väter, die sich direkt nach der Geburt entscheiden, in der Familienzeit zu bleiben, haben wir gesagt, den werden wir verdoppeln. Der besteht derzeit bei 740 Euro und wird auf 1480 Euro erhöht. Somit fördern wir auch die Väter, die Familienzeit mitzugestalten. Und die Flexibilität haben wir auch noch eingebracht, indem wir die Dauer der Familienzeit einmal abändern lassen. Die Opposition hat hier auch erwähnt, dass es nicht die Väterbeteiligung anreizen würde oder sie sehen das nicht. Also nun ja, nachdem wir die Richtlinie erst jetzt umsetzen, würde ich schon bitten und auch ersuchen, dass es gerade hier neue Modelle, dass man ihnen Chancen gibt und sie nicht gleich schlecht redet. Denn eines ist schon wahr, es gibt funktionierende Modelle. Ich darf das isländische Modell erwähnen. Die haben eine 9-monatige Karenzzeit, wo 3 Monate die Mutter bekommt, 3 Monate der Vater und 3 können flexibel eingeteilt werden. Und durch dieses Modell, das sie gewählt haben, hat sich die Väterbeteiligung von 30% auf 90% erhöht. Es gibt auch eine schwedische Studie, die auf den Entschluss gekommen ist, dass jedes Monat, wo ein Vater die Elternteilzeit nimmt, das Einkommen der Mutter um 7% steigt. Und eine Studie der deutschen Familienministerium hat auch zufolge gezeigt und berichtet, dass seit die Väterbeteiligung sich gestiegen hat, dass die Aufteilung im Haushalt gerechter aufgeteilt wird. Ebenso in diesem Antrag finden wir auch das Thema Pflegefreistellung, was wir auch erwähnt haben. Hier werden wir den Personenkreis erweitern. Verwandtschaft zwischen der pflegenden Person und der betreuenden Person muss nicht mehr vorhanden sein, wenn sie im gemeinsamen Haushalt leben. Und weil die Frau Kollegin Wimmer gesagt hat, gehen nicht auf die Begutachtung und auf die Ausschussbegutachtung ein. Das ist nicht der Fall. Ich habe es im Ausschuss auch erwähnt. Wir werden hier einen Abänderungsantrag einbringen. Den darf ich jetzt auch hier einbringen. Einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Tanja Graf und Merit Dysoski, Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag 3478a der Abgeordneten Tanja Graf, Merit Dysoski, Elisabeth Furtscheller, Barbara Nessler, Kolleginnen und Kolleginnen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979, das Väterkarenzgesetz, das Urlaubsgesetz, das Angestelltengesetz, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das Arbeitsvertragsanpassungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Landarbeitsgesetz 2021, das Kinderbetreuungsgesetz sowie das Familienzeitbonusgesetz geändert wird in der Fassung des Ausschusses 2181 der Beilage einbringen. Worum geht es in diesem Abänderungsantrag? Er liegt vor. Ich möchte ihn trotzdem nur kurz erläutern. Es geht um
Wie gesagt, im Ausschussbegutachtung haben wir mehrere Themen mit aufgenommen. Es geht darum, dass der Antrag enthält Verbesserungen für die Konstellationen der Familien, in denen ein selbstständiger und ein unselbstständiger Elternteil in die Karenz geht. Die sollen genauso die Möglichkeit haben, da 24 Monate. Darüber hinaus ist eine Klarstellung im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Elternteilzeit und einem späteren Schuleintritt des Kindes enthalten. Das wollen wir auch gewährleisten. Und weitere Verbesserungen haben wir auch noch geschafft in Ausgestaltung von familienrechtlichen Vorschriften, etwa die Zuerkennung von Kinderbetreuungsgeld an Grenzgängern oder Klarstellungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Kinderbetreuungsgeld an Beamten im Ausland. Gemeinsam mit den heute Vormittag bereits angekündigten 4,5 Milliarden Euro, die für den zusätzlichen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen hier gewährleistet werden sollen, werden wir mit diesem Antrag zwei wesentliche Punkte machen. Wir werden eine gerechte partnerschaftliche Aufteilung von Betreuungsaufgaben zwischen Männern und Frauen damit schaffen und wir ermöglichen somit auch eine familiäre und berufliche Chancengleichheit. Vielen Dank. Mit dieser Novelle wollen wir die Karenz und die Elternzeit gleichberechtigter und flexibler machen, so Tanja Graf von der ÖVP. Graf spricht auch über Karenzmodelle in anderen Ländern und über die Pflegefreistellung, die auch in dieser Novelle enthalten ist. Durch die Novelle werde sich der Kreis jener Personen, die eine Pflegefreistellung beantragen können, erweitern.